Hi. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute alleine. Mein Opa ist jetzt erstmal für 3 Wochen im Urlaub. Verständlich nach der harten Arbeit, die er hier leisten musste. Nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Instagram. Die vielen Fernsehdrehs, die wir jetzt hatten. Er hat sich den Urlaub auf jeden Fall verdient. Sobald er wieder da ist, werde ich auf jeden Fall wieder ein Video mit ihm aufnehmen. Gerne auch ein Q&A mit ihm. Also, falls ihr jetzt schon Fragen an ihn oder auch an mich habt, könnt ihr die gerne schon mal in die Kommentare schreiben. Fragt einfach mal drauf los. So, in meinem ersten Video, das ich quasi alleine aufnehme, wollte ich meine Schuhe vorstellen. Wie es die coolen Fashion-YouTuber sagen. Heute seht ihr meine heftigen Sneaks, meine Yeezys. Geil. Gleich vorneweg, ich bin nicht mehr so tief im Sneaker-Game, falls man das so nennen kann. Ich habe keine Yeezys, da müsst ihr dann auf das Sneaker-Video meines Opas warten. Richtige, gehypte Sneaker werdet ihr hier nicht finden. Also, ich habe ein paar Schuhe, die leicht etwas gehypt wurden. Mittlerweile bin ich aber an einem Punkt angelangt, wo es mir nicht mehr auf den Hype der Schuhe ankommt. Mir ist es egal, ob den Schuh viele Leute haben wollen oder auch nicht. Wenn mir was gefällt, dann kaufe ich es. Und wenn nicht, dann nicht. Was ihr jetzt seht, sind einfach Schuhe, die mir gefallen. Ja, los geht's, oder? Der erste Schuh ist ein quasi klassischer Vans Skate High in einem Navy, einem dunkelblauen und einem hellblauen. Dieser Schuh ist Teil des Vans Packs zum 50-jährigen Jubiläum. Der Colorway ist angelehnt an die Skate High von 1986, wenn ich mich nicht irre. Es ist eine Pro-Version, sprich, es hat die extra Insole drin für die Skater unter uns, ne? Ja, quasi ein ganz klassischer Schuh. Wie andere Fashion-YouTuber sagen würden, kann man nichts mit falsch machen. Ja, ist halt ein Skate High, ne? Was will man dazu groß sagen? Bleiben wir direkt bei Vans Skate High. Ein weiterer Schuh aus dem 50-jährigen Jubiläumspack. Auch wieder Skate High. Diesmal aber 1987. Gut getragen ist Sneakersprech mein Beater. Weiße Midsole, cremefarben mit schwarz. Ich finde den Colorway an sich ganz gut. Mir hätte es aber besser gefallen, wenn das Backpanel, wenn es auch schwarz in schwarzem Wildleder wäre. Trotzdem schöner Schuh, kann man auch auf vieles anziehen. Also Vans Skate High, Klassiker. Ein Vans Old School, keine Ahnung wie das Colorway heißt. Das ist ein beigefarbenes Upper mit dieser leichten Blumenstickerei. Habe ich tatsächlich nach meinem provisorischen Trip nach Australien, nach dem Abi, wer macht's nicht, ne, da in einem Vans Shop gekauft. Es ist sogar ein Sample. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber es ist ein Sample. Sample not for sale. Größe US 9. Trage ich im Moment nicht mehr so oft. Ich finde es einfach schwierig zu kombinieren. Das Muster, Farbe, semi-geil. Aber ich glaube, 33 australische Dollar hat er gekostet für ein Sample. Sag mal nicht nein, ne? Nochmal zurück zu Vans. Skate High. Im Gegensatz zu den anderen hat der ein qualitativ relativ hochwertiges Glattleder-Upper. Innen drin auch braunes Leder. Also mega bequem. Damals auch im Sale bei Vans direkt für paar 40 oder 50 Euro abgegriffen. Top-Schuh ist halt auch ein Skate High, damit Skate High, da ist quasi egal welche Farbe man trägt, sieht immer gut aus. Gut, weiter geht's mit Vans. Immer noch der Vans Old School mit Passport, der Skate-Marke, Kollaboration. So gesehen einfach ein weiß, off-white-beiger Schuh mit Stickerei hinten an der Ferse, was man jetzt nicht gut sehen kann. Der linke Schuh hat hinten International und der rechte Solidarity stehen, also International Solidarity. Super Kollabo, schön clean gehalten, nichts großartig Auffälliges. Einfach weiß bzw. cremefarben. Auch wieder eine Pro-Version. Finde ich mega cool. Sonst hätte ich mir natürlich auch nicht gekauft. Bequem auf jeden Fall. Wird auch zu wenig getragen. Vielleicht jetzt im Herbst, damit der ein bisschen dreckig wird und dann extra cool aussieht. Weiter geht's mit einem schwarzen Vans Old School. Auch wieder die Pro-Version, weil ich es gemütlich und bequem mag. Leider eine halbe Nummer zu klein. Also er passt. Drückt aber extrem am kleinen Zeh, weshalb ich ihn nicht oft trage. Also wenn ihr in Vans eine US 8,5 bzw. EU 41 habt, schreibt mir gerne, könnt ihr für wenig Geld haben. Und wenn nicht, dann bleibt halt weiterhin im Schrank stehen, ja? Guter Schuh, hat mittlerweile auch jeder, aber ist halt so. Wenn wir eh gerade bei Klassikern sind, der Converse 70s Chuck.
Chuck Taylor. Das ist quasi der Comme des Garçons Chuck aus der neueren, die neuere Variante nur ohne Comme des Garçons und 30 Euro günstiger. Ihr habt kein Herz drauf, sonst ist aber fast alles gleich und ihr seht trotzdem cool aus damit. Finde ich viel, viel, viel besser als die normalen Chucks oder auch als die Chuck Taylor 2. Die dickere Midsole, die bisschen andere Form als der Standard Chuck, finde ich cool. Tragekomfort ist nicht so geil, bis er eingelaufen ist, dann ist so medium geil, aber gut, schwarzes Colorway, bisschen ist auch Off-White, nicht die Marke, sondern Farbe. Kann man auch auf alles anziehen, Klassiker. Schön schmale Silhouette, bisschen dickere Sohle, finde ich gut, gefällt mir. Weil er mir so gut gefällt, in diesem Cream Off-White Colorway, genau das gleiche, hatte ich noch nicht so oft an, dass er bequem ist. Ist auch fast der Comme des Garçons Chuck, bisschen andere Farbe, aber wer merkt es schon, ja? Ob da so ein Herz drauf ist oder nicht. Ja, also wie gesagt, 70s Chucks finde ich mega gut. Die Comme des Garçons Chucks würde ich mir aber auch auf keinen Fall kaufen. Also ich persönlich einfach aus dem Grund, weil man für die Collabo 30 Euro mehr bezahlt, um am Ende rumzulaufen wie jeder Street-Style-Boy auf Instagram. Finde ich nicht geil. Man muss nicht immer dazugehören, wenn man es will, klar, warum nicht. Aber nur weil jetzt ein Herz auf der Seite ist oder nicht, es ändert nichts am Schuh groß. Klar, man lernt durch Schuhe viele Leute kennen, man schließt Freundschaften. Aber andererseits, ob man jetzt einen normalen Chuck Taylor 70s hat oder ob der aus einer Comme des Garçons Collabo ist, das macht euch nicht mehr oder weniger cool. Mittlerweile ist es sogar so, dass ich finde, man eher, ja nicht uncool ist, aber um halt einfach, tragt was ihr wollt, nicht was andere wollen. Wenn andere den Comme des Garçons Chuck cool finden, wenn andere unbedingt eine Collabo am Fuß haben müssen, um sich richtig geil zu fühlen, dann ist es halt so. Aber wenn ihr euch in irgendwas wohlfühlt und es keine Collabo ist, es nichts Besonderes ist, selbst wenn es ein Vans Oldschool ist, scheißegal, tragt's. Mein Gott, es sind nur Schuhe. Nur Schuhe. Und deswegen auch ein anderer 70s Chuck in rosa. Ja, gut, Männlichkeit hin und her. Nein, der rosane Colorway war mein erster 70s Chuck. Bestellt bei Size Online aus England. Im Sale und es ist ein Frauenschuh. Also klar, ist Unisex, aber war bei den Frauenschuhen versteckt. Auf jeden Fall einer meiner liebsten Schuhe im Moment. Und ich nehme auch an, dass das so bleiben wird. Ein weiterer Converse Sneaker. Der hat gerade keine Insolen drin, weil ich die geskatet bin in einem anderen Schuh. Ja, Skaterboy. Ein weißer Cons, also Skate-Modell, All-Star. Weißes Canvas. Zwar kacke zum Skaten, aber weißer Schuh geht eigentlich auch immer. Damals gekauft in New York, im Labor Skate Shop. Guter Laden, also wenn ihr in New York seid und Streetwear oder generell Skate-Klamotten, Skate-Schuhe sucht, geht zu Labor. Mega coole Jungs. Wenig Sortiment, aber dafür auf jeden Fall ausgewählte Produkte. Guter Laden. Schaut mal vorbei. Bleiben wir bei Converse. Ein Cons One Star. Super clean Silhouette. Schöne Form, mit der Innensohle, die auch die Cons von eben drin gehabt hätten. Auch wieder beiges Colorway, mit dem Stern, mit kleinem Leder, Detailing, roter Stripe, eine Gammsohle. Schöner Schuh, am Anfang super unangenehm an der Ferse, es hat extrem wehgetan am Anfang. Aber nach einer Zeit und mit vielen Pflastern ging es dann irgendwann und mittlerweile Top-Schuh. Auch nochmal in schwarz. Ja, genau das gleiche wie der beige. Passend zu den Fingernägeln. Wie es bei echten Männern halt sein sollte. Kann man auf alles tragen. Trage sogar die Hypebeasts jetzt. Also ich bin auf dem besten Weg, richtig cool zu werden mit dem Ding. Cool. Weiter geht's zu Adidas. Ein Adidas Adi Ease in einer Kollaboration mit Marc Gonzalez. Der Schuh hat ein Lederupper mit ein paar deepen Texten von Gons. Qualität ist okay. Bei Adidas im Sale für 35 Euro gekauft. Aber ansonsten guter Schuh. Für 35 Euro Schnappe. Kann man wahrscheinlich auch gut skaten. Weiter geht's. Nächster Schuh. Wieder Adidas Skateboarding. Diesmal ein Busenitz. Auch aus dem diesjährigen Adidas Sale. Auch komplettes Leder-Upper. In ja so einem Vegetable Tanned Leather. Busenitz war schon immer ein Favorit von mir. Nicht nur der Skater, sondern auch der Schuh. Ein Top-Schuh zum Skaten. Super bequem. Auch als ich das letzte Mal in London war, hatte ich nur ein paar Schuhe dabei und das waren die Busenitz. Super bequem, keine Fußschmerzen, alles cool mit denen. Man kann die Zunge abschneiden, falls ihr Busenitz nicht kennt, die Schuhe. Ich habe es bei einem Paar gemacht, fand es im Nachhinein aber wirklich nicht geil. Vor allem, weil die Zunge die ganze Zeit verrutscht ist dann. Schöner Schuh, sieht edel aus, vor allem für einen Skate-Schuh super edel, bequem. Also der Schuh, auf jeden Fall eine 10 und keine Ahnung, wieso der im Sale gelandet ist. Aber danke an die Leute, die den nicht gekauft haben. So, weiter geht's mit Adidas. Adidas mit Alexander Wang Skate.
Habe ich auch nicht verstanden, wieso der teilweise nicht ausverkauft war. In anderen Farben auf jeden Fall verständlich. Das Grün und so, jetzt nicht so der Fan von gewesen, aber in dem Colorway hier, schöner Schuh. Ist sogar bequem. Mehrere Leute haben gesagt, dass sie die dicke Sohle nicht mögen. Ich finde gerade, die dicke Sohle macht den Schuh aus. Qualität ist, wie man auch für den Preis erwarten darf, sehr gut. Mit cooler Insole, also von Alexander Wang, top designed, super Schuh. Auf jeden Fall einer meiner Favoriten dieses Jahr. Wird nicht oft getragen, aber wenn er getragen wird, dann natürlich mit Liebe. Weiter mit einem ziemlich gehypten Schuh. Wahrscheinlich der gehypteste Schuh aus meiner Sammlung. Der Nike SB Supreme Blazer. Eine Kollaboration zwischen Nike und Supreme New York. Habe ich von einem Kumpel bekommen, bei einem Tausch. Ist auch wieder ein Pinkton. Man kann seine Männlichkeit halt teilweise auch nicht verstecken, ne? Blazer ist eh ein Klassiker. Dann auch noch mit Supreme. Lässt natürlich die Herzen Hypebeast höher schlagen. Kam damals in 3 Farben raus insgesamt. Noch in einem Hellblau und in einem Braun. Und hier auch noch mit einem kleinen Supreme Branding. Schöne Details. Heftig. Das war's dann auch schon mit den Sneakern. Ich hatte meine Zeit in der Sneaker-Szene, hätte mich aber auch nie als Sneakerhead bezeichnet. Ich habe viele Leute durch Schuhe kennengelernt, aber mittlerweile sind mir Schuhe nicht mehr so wichtig. Ich erkläre gerne in einem anderen Video auch mal, wie ich damals in die Sneaker-Szene kam, wie das mit den Schuhen angefangen hat, von Jordans bis Nike SB, die ganzen Dunks, Special Editions. Es gab Zeiten, da habe ich mir gefühlt jede Woche neue Schuhe gekauft. In der Retrospektive gar nicht mal so schlau, geldmäßig, platzmäßig und im Endeffekt habe ich ja eh immer nur dieselben 5 Paar getragen. Kennt ihr bestimmt auch. Ich habe, wie ihr sehen könnt, keinen richtigen Hype in meinem Schrank. Es sind halt wirklich Schuhe, die mir gefallen, egal ob es eine Kollaboration ist oder nicht. Solange mir der Schuh gefällt, trage ich ihn und kaufe ihn. Mittlerweile würde ich auch so weit gehen zu sagen, dass ich genug Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in mich habe, einfach das zu tragen, was ich will und mich dann nicht irgendwie zu fühlen, als müsste ich irgendwo dazugehören, in irgendeine Gruppe dazugehören, um cool zu sein. Es gab Zeiten, und das vor allem, als ich die Sneaker das mal besucht hatte, da habe ich abends wirklich überlegt, was ziehe ich denn morgens an? Irgendwas, was halt sonst niemand hat. Ich will ja nicht aussehen wie jeder andere. Mittlerweile ist es mir aber echt scheißegal. Dann ziehe ich halt nur ein paar Chucks an. Who cares? So, einen Tag drauf weiß eh niemand mehr, was ich anhatte. Den Stress nochmal zu haben, mir zu überlegen, was könnte ich denn anziehen, um anderen quasi zu gefallen, den mache ich nicht mehr. Das ist, vielleicht habe ich mittlerweile einfach ein Alter erreicht, wo es mir egal ist, was andere Leute davon denken. Es ist halt so, ich muss auch nicht jede Woche 5.000 € für Schuhe ausgeben oder für Off-White-Sachen oder für Louis Vuitton Supreme Kollaboration. Ich brauche es nicht mehr, um dazu zu gehören. Es ist halt so, ne? Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es war ein bisschen entertaining. Wenn nicht, trotzdem danke, wenn ihr es bis hierhin gepackt habt. Und bis zum nächsten Mal.